läuft die Huntersgrove schon aufs Feld. Ja. Damage kront gerade ein. Dadurch, dass es heute regnet, ist das Zelt hier leider zu und man kann die Corner sehr schlecht sehen. Nee, die konnte ich aber auch letztes Mal, als es offen war, schlecht sehen, aber das liegt wahrscheinlich an meiner Körpergröße. Das könnte sein. Ja. Also das Möbeljahr ist hier einfach nicht für kleine Leute gemacht. Sprühregen. Ich wollte gerade sagen, meine Mama hat immer gesagt, wenn man vom Regen nass wird, wächst man noch ein bisschen. Eine Minute! In einer Minute geht's los. Ich feiste Knallerei hier in der Berlin. Bin mal gespannt, wie die Polen sich schlagen. Am letzten Spieltag sahen die ganz gut aus eigentlich. Berlin Damage auch. Das stimmt, und Damage hat auch in London eine relativ gute Figur gemacht. Sind mal wieder auf dem Treppchen gelandet, haben souverän den dritten Platz geschossen, habe ich mich echt gefreut. Mal gucken, ob sie das hier heute auch zeigen können. Wie schon gesagt, also ich bin gespannt, wie die Paint mit dem Wetter klarkommt. Was schießen wir denn heute? Ich glaube, die Hunters Crew spielt New Legion Ultimate, wenn ich mich nicht irre. Und Berlin Damage kann ich gar nicht sagen. Ich habe mich nicht allzu sehr damit beschäftigt. Dann lassen wir uns mal überraschen. Aber ich habe hier heute schon alles gesehen. Hellfire, Evil, alles DI. Vertreten. Okay. Es wird alles geschossen, was halbwegs rund ist. Ich bin ja auch. Deswegen muss ich aber rüber. Was? Guck mal, ob ich die Corner sehen kann. Ja, so kann ich die Corner sehen. Und da geht's los. Der besetzt den Cake von der Snake. Die Tonne und den Cake auf der linken Seite. Haben den Center und die Corner besetzt. G1 auf der linken Seite. Anders Kuh im Doritos ein. Damage immer noch. Beide Cakes besetzt, den kleinen Tempel in der Mitte. Und das T-Pack bei den Hunters ist abgeflogen. Damage besetzt die Snake. So, Snake 1, Snake 2. Bei G2 auf Damage-Seite, das Dorito ist abgeflogen. Hunters macht jetzt auf, besetzen das Tippi nach. Von Damage kriegt jetzt vom kleinen Tempel. Die Hunters immer noch auf der, in der Corner auf der Snake-Seite. Ah, gebounced. Also. Und die Hunters verlieren den nächsten Spieler. Die Hunters noch zu dritt, jetzt auch in der Snake 1. Und der Hito 1 in dem Tempel. Damage im Cake von der Snake, in der Snake 2. Schönes Bild vom Snake-Fight. Oh, und der Hunter-Spieler hat das Battle verloren. Jetzt Damage hier auf dem Vormarsch in der Snake. Oh, da hat der Spieler von den Hunters gekriegt. Das war kein, kein Hunter-Spieler mehr. Das war toll von den Hunters. Nikola ist hier und fragt, die Arbeitsbekleidung dabei. Ja, sag ihm mal, ja, damit macht Berlin Damage den ersten Punkt an diesem wunderschönen regnerischen Samstagmorgen. Ich finde das alles so traurig. Hast du dir jetzt einen Punkt gemacht haben? Ich habe mir heute Morgen mit dem Finger ins Auge gestochen und bin seitdem die ganze Zeit am Weinen. So, Stylos gegen King Size. Ich bin mal gespannt, wir haben letzte Woche mit King Size trainiert, da sahen die gar nicht schlecht aus. Ja, ihr wart auch hier in Wirbelin, ja? Nein, wir waren in Flato. Oh, in Flato. Schön. Hier in Wirbelin war uns ein bisschen zu viel los. Stimmt, Damage war hier. Wir waren mit Rebirth, King Size und Showdown in Flato. Ah, meine Berliner Teams. Jetzt 30 Sekunden. 30! Sehr gut. Wie gesagt, das ist ein Punkt, den
das wiederholst du und dann schreibst du es auf. Genau. Ten! Und die 10 Sekunden laufen. Ja. Bin mal gespannt. Stylo ist uns noch Doppelcenter aus. Stylo Doppelcenter, den Tempel auf der Snack-Seite. Ist halt schön aufgemacht im Center auf die Dorito-Seite. Der Snack-Seite kann ich leider niemanden sehen. Und er wird aufgemacht in T-Pack 1 von King Size. Man sieht, die Pen von King Size scheint gut zu funktionieren. Stylo gehen auch in Dorito 1. Der Spieler ist aber. Weit aufgemacht und clean angekommen. Kings heißt jetzt schon in Dorito 2. Machen aber wenig Druck auf der Snack-Seite. Ja, da ist bei Kings heißt nichts los. Ja. Oh, da hat unsere Kamera einen schönen Treffer gekriegt. Die Snake Corner wird jetzt vom Center von King Size gedrückt. Ah, das war, glaube ich, ein Fehler jetzt von King Size. Ich würde da gerne mein fachmännisches Kommentar zu abgeben, aber ich sehe leider nichts. Die Stylos verlieren. G1 auf Stylos Seite. G2, das Doritos auch raus. Wir setzen jetzt die Snake. Oh, und da geht schon wieder einer bei den Stylos. Versucht er da auf der Team-Seite nachzuhelfen. King Size im Dorito 50. Dieses Mal sieht man es wenigstens, oder ich kann es sehen. G3 auf Stylo-Seite. Jetzt sind noch hier der Tempel vor der Snake. Oh, G4, jetzt nur noch King die Size Can. Durchs M. Oh. Und da gehen die Jungs buzzern. Das sieht ganz stark nach einem Punkt für King Size aus. Ja. Weil er da jetzt auch mehr Glück hatte als Verstand, dass er nicht noch gekriegt hat. Aber der Punkt wird gegeben. Und King Size! Ja, damit liegen beide erste Punkte im ersten Block bei den Berliner Teams. 30! Jetzt haben wir gerade mal einen schönen Blick in die Pit und können uns das Gewusel da angucken. Auch wenn das nach einem totalen Chaos aussieht, das hat alles seine Logik. So, die 10 Seconds laufen. King Size versucht wieder den Move auf den Cake auf der Snack-Seite. Du meinst Damage? Damage, genau. Die sehen alle gleich aus. Aber der hat es nicht geschafft. Ja, er hat es nicht geschafft. Damit die Jungs nur noch zu viert. Hunter's Crew 5 Alive. Double Center. G2 auf Damage-Seite. Hunter's macht auf. Sind im Tippi 1. Ja. Immer noch Doppel Center für Hunter's. Damage jetzt an der Snake. Das hat der Dorito-Spieler aber gemerkt. Der Double Center bei der Hunter's Crew hat sich gerade aufgelöst. G2, G3. Oh, das wird ein G. One for one. Oh. G4 auf Damage-Seite. Nur noch der Cake auf der Dorito-Seite gesetzt. Das kann er eigentlich nicht. Nein, genau, das kann er nicht gewinnen. Punkt für die Polen. Ja, die haben augenscheinlich nicht mitgezählt oder versuchen jetzt den armen Marshall zu treffen. Ja, die haben nicht mitgekriegt, dass das One for One gegeben wurde. Ja. Und der Punkt ist gegeben. Damit steht es dann 1-1. Ten!
das wieder von links. Wir sind, haben noch nicht so richtig mit den 10 Sekunden. Ja, dafür ist King Size absolut fertig. King Size spielt jetzt Doppelcenter. Stylo spielen auch Doppelcenter. Pfeife live, so wie ich das sehe, weil ich gerade einen Spieler nicht entdecken kann. G1 auf Stylo-Seite. Stylo-Seite. Oh, King Size weit in die Snake. Oh, und da hat der Spieler von den Stylos gekriegt, das war überslided, ganz klar. King Size wieder richtig gut gemacht. Ja. Ich versuche jetzt aber den Center zu spielen, der müsste ein bisschen weiter nach vorne gehen. Dann könnte er direkt aufräumen. King Size jetzt hier auf ihrer Seite in der großen Medusa. Ja, geh weiter, Junge. Immer noch im Double Center. Oh, und da hat er ihn am Arsch gekriegt. Jetzt machen die auf, gehen ins M, King Size im M. Und verlieren ihren ersten Spieler. Das war der letzte Spieler. Den Spieler von Stylo, den wir nicht sehen konnten, der stand da. Ja, da habe ich genau die Medusa vor der Nase. Ich glaube, es wird Zeit für einen Fahrbahn-Moderationsstand hier. Oh ja, das wäre klasse. Wie bei Stefan Raab. Ich wollte gerade sagen, wie bei Stefan Raab. Wir sollten das vielleicht mal bei der Regie beantragen. Aber ohne Couch und Schlaube die ganze Zeit. Nee, ich hätte gern so einen Hochstuhl, damit ich auch wirklich alles sehe. Wir haben jetzt den Seitenwechsel. Hunters Crew jetzt von rechts. Ich glaube, die Kanone wohl nicht, wenn ich das richtig sehe. Ja, doch, okay. Wenn man die Luft aufdreht, funktioniert es auch. Ja, Damage von links, Hunters Crew von rechts. Damage versucht wieder den Move auf die. So, Hunters Crew wieder Double Center. Ist angekommen. Und oh, verlieren one direkt for zwei one. Spieler. Oh, nur okay. Noch zu dritt. Könnte Damage jetzt nicht nutzen? Damage jetzt im Dorito ein. Und macht Druck auf der Snake-Seite mit zwei Leuten. Oh, einer von den G3, G4. Jetzt nur noch der Center bei den Polen. Das kann er nicht retten. Das wird er nicht retten können. Der Damage-Spieler scheint noch nicht. Ah, das war's. Ja. Starker Punkt von Damage. Auf jeden Fall. Gut gemacht. Taue, Hunters Crew. Hier jetzt auch Seitenwechsel. Stylos gegen King Size. King Size jetzt von links, Stylos von rechts. Das umstellt jetzt. Ich glaube, die haben letzte Woche beim Training 10 verschiedene Breakouts gespielt. Hat es denn funktioniert? In 7 Fällen nicht so richtig. Okay, dann aber lassen. Sie haben es ein paar Mal versucht und ein paar Mal hat es auch richtig gut geklappt. Also das ist doch schön, dann lassen wir uns überraschen, ob das jetzt auch so gut funktioniert. Wie sieht ja noch Doppelcenter aus? Bei Kingfiles. Die Stylos haben sich dagegen entschieden. Stylos spielen Doppeltempel. Kingside spielt Doppelcenter, den Tempel, den Cake auf der Snake-Seite und die Can auf der Dorito-Seite. Mit zwei Mann im Tempel bei Stylos, das wird eng. Das wird sehr eng. Da sind jetzt zwei Kanonen drauf von Kingside. Und zwar der Tempel und der Aber Tempel. So wie ich das sehe, sind auf beiden Seiten alle Spieler live. Ja. Mal gucken, wie lange noch. Aber G1 auf beiden Seiten.
die Stylos jetzt in der großen Medusa im Tempel auf der Snake-Seite. Jetzt in der Snake 1. G2 auf Stylo-Seite. G2 auf King-Size-Seite. King-Size jetzt im T-Pack 1. In der Can und in dem Cake auf der Snake-Seite. Stylos sind zu dritt. Auch zu dritt. Auch im Tempel auf der Snake-Seite, in der Snake 1 und in der kleinen Medusa auf der dritten Seite. Der Snake-Spieler von Stylo müsste eigentlich sich ein bisschen mehr bewegen. Oh, jetzt geht hier King Size 4 in die Snake und... Oh. Aber gekriegt von dem Stylo-Spieler. Ja, Stylo sind aber auch nur noch zu zweit. Stylo ist jetzt hier im Cake auf der Snack-Seite schon bei King Size und im Burrito 1. Wie viele Spieler haben wir von King Size noch? Zwei? Oh, ein? Oh. Nur noch ein Spieler. Ich glaube, das ist jetzt ein One-on-One. Sehen wir gerade schön im Bild den Spieler von den Stylos. Ja, ja, kriegst du das jetzt im 50 Dorito? Das One-on-One oder Two-on-One? Ich kann es nicht, ich würde sagen One-on-One. Ich bin mir aber nicht sicher, weil der King-Size-Spieler versucht. Ja, geht, was an. King-Size oh, ganz knappe Geschichte. Scheint ein Two-on-One gewesen zu sein, oder? Ja, der zweite Spieler. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Von King Size war in der Can. Und dabei ist das so ein riesen Typ. Das ist ja der Wahnsinn. Und der Punkt wird gegeben. Punkt für King Size. Dadurch steht 13-0 für King Size. Starke Nummer von den Jungs. In der Begegnung Hunter's Crew gegen Berlin Damage steht es jetzt 2-1 für Damage. Hunter's wieder von rechts. Seconds laufen. Die Hand hast du noch ein bisschen ausgescheucht. Der mit wieder mit dem Move auf die Snake. Ich kann leider nur vier Spieler von den Hunter sehen. Ich weiß nicht, wo der 15 gegangen ist, aber ich muss maßen die Corner auf der Snake-Seite. Wir haben einen Spieler im T-Pack 1. Und wieder oh, one for one für gegen. Gegen Hunter's Crew. Da habe ich nur noch drei Spieler. Im Center. Im Damage jetzt in der Snake 1. Tempel. G3, und das G4. Nächste One for One G4. Bei der Hunter's Crew. Damit ist er alleine im wieder Center. Nur noch der Center. Was ist denn da mal los bei den Jungs? Ist da, ja, da geht er auch. Macht Damage wirklich souverän hier, muss ich so sagen. Nein. Ich glaube nicht, dass das so souverän aussehen würde, wenn die so ein Hunter-Spiel nicht so viele Strafen kassieren würde. Ja, ärgerlich für die Jungs. Mich wundert, dass jetzt in 3 von 4 Punkten der Spieler in Cake in der Snake angekommen ist. Normalerweise hat der Center dann ein super Fenster, um ihn zu schießen. Das haben die Hunters wohl noch nicht so richtig verkettet mit denen. Das stimmt wohl. Das hier könnte jetzt der letzte Punkt von King Size sein. Wenn die das Ding jetzt rocken, dann steht es 4-0. Stylos von rechts. Stylos vergessen die Zeit so ein bisschen. 10 Sekunden. Und da geht's los. Oh. One,
G1 auf Silo-Seite. Silo-Seite. Kings ist schon im Dritte 1. Kannst du sehen, ob Stylos den Corner auf der Snake-Seite spielt? Das sieht so aus, weil da ziemlich viel Paint kommt. Okay. Ja, der wird auch gespielt, der Ref guckt auch hin. Und der schießt Infield. Stylos verlieren den nächsten Spieler, so wie das aussieht. G2 auf Stylos-Seite, G3 auf Stylos-Seite. Kann ich das nochmal hören? G4 auf Stylo-Seite, nur noch der Center. Kingsize steht im M, verliert aber den Snake-Spieler gerade. Kingsize jetzt im... Das war's, der Punkt geht an Kingsize. Ja, damit haben die Jungs den Sack zugemacht. Ja, 4-0. Könnte auch schon gleich der letzte Punkt für Damage sein. Wenn Hunters jetzt nicht noch einen Punkt macht, dann macht Berlin Damage das Spiel 4-1. Und nach der Begegnung werde ich dich kurz verlassen, weil ich dann ein bisschen coachen muss. Wen coachst du denn? Die Dipsticks aus Lüneburg. Die Dipsticks. Die müssen ran gegen, oh, Sunrise. Ja. Man könnte einfach an den Tag starten. So. Jetzt müssen die Polen ein bisschen Gas geben. Also, keine Strafen. Dass sie es können, haben sie letztes Mal gezeigt. Auf jeden Fall, aber die dürfen sich einfach nicht so viele One-for-Ones einhandeln. Die 10 Seconds laufen. Das waren heute schon 3 oder 4 Stück, ne? Ja. In einer Begegnung. Damage wieder mit dem Move auf den Cake. Lang gelaufen. Und wieder angekommen. Safe angekommen, ja, schöne wieder Sache. Auf Hunters Seite. Double Center. Macht da auf den kleinen Tempel. Ja, die Hunters stehen relativ eng. Damage macht jetzt. Damage ist schon relativ breit aufgestellt mit 2 Leuten auf der Hunters Snake-Seite. Hunters jetzt im T-Pack 1. Jetzt in T-Pack 1 in der Can. Oh, Damage von der Corner ins Indorito 2. Aber safe angekommen. Au, oh, da geht's der nächste bei der Hunters Crew. Die Jungs sind nur noch zu zweit. Das geht in die Hose. G4, nur noch das Dorito. Und das kriegt jetzt auch richtig. Das haben die Hunters verkackt. Ja. Das Spiel haben sie auf alle Fälle abgegeben wegen unnötigen Strafen. So wie es aussieht, hat uns der Regen Gott sei Dank verlassen. Ja, wenn der Punkt gegeben wird. Steht es 4-1 und der Block ist dann auch schon rum. Ja. So ist es, 4-1. Damit ist der erste Block vorbei und ich möchte euch kurz darauf aufmerksam machen, dass wir heute viele, viele Gewinne haben. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Unter anderem wird der Gewinner aus dem Oberliga-Livestream gezogen, wo ich nachher, hier haben wir unsere Lose, einmal Losfee spielen werde. Ich werde dich jetzt mal verlassen. Sumo geht coachen, die Dipsticks. Mein Regenschirm mit, weil es könnte ja regnen. Es könnte ja regnen, ja. Ganz hervorragend. Ja, somit haben wir dann das Vergnügen im zweiten Block miteinander. Und wir werden sehen, die Badfingers Berlin, meine neue Wahlheimat, gegen die Bandaleros aus Gütersloh und Sunrise Schwerin gegen die Dipsticks. Und ich würde sagen, wir gehen kurz in die Werbung. Da sind wir wieder. Auf dem Feld stehen links die Badfingers, rechts die Bandaleros. Ja,
Wir lassen uns mal überraschen, was es wird. Wir warten auf die 10 Seconds. Ich nutze einfach die Gelegenheit nochmal ganz kurz, um euch auf diverse Gewinnspiele aufmerksam zu machen. Als erstes werden wir, ich korrigiere mich, den Gewinner aus dem Bezirksliga-Livestream ziehen. Mit Hilfe meiner Losbox. Also nicht weglaufen. Und dann haben wir heute noch so das ein oder andere Leckerli für euch. Also bleibt dran, seid dabei. Vielleicht seid ihr ja der nächste glückliche Gewinner. Ja, ich tue Sumo nochmal gleich. Viel trinken ist wichtig. Ich denke, wir werden hier heute noch mit Schülerhitze zu kämpfen haben. Erstmal schön, dass es aufgehört hat zu regnen. Wobei es für die Spieler und die Marshalls bestimmt trotzdem nicht ganz angenehm ist, da irgendwie im nassen Turf umzukriechen. Obwohl Paintball ist ja kein Schönwettersport. Ich warte. Warten. Und da kam das Kommando für die 10 Seconds. Bandaleros rechts, Badfingers links. Und da haben wir die Bandaleros im Bild. Machen weit auf. Badfingers im Double Center. Und verlieren direkt den Hubi, so wie das aussieht. Hubi, mein Schatz. Oh, hier haben wir jetzt wieder schön den Brutus. Das ist ein Riesentyp und der kann sich so klein machen. Gütersloh, Five Alive, Double Center, der wird jetzt aufgelöst. Oh, Gütersloh in der Snake 1. Bad Fingers verlieren den nächsten. Und auch bei Gütersloh geht der erste Spieler. Oh, da haben die Jungs aber hier kurz einen Prozess gemacht irgendwie. Also das war ja wohl ein Blitzkrieg, wie man so schön sagt. Und die Bandaleros buzzern. Er wird gecheckt. Und da wird der Punkt gegeben für die Bandaleros. Bandalero. Ja, das heißt, im nächsten Spiel sehen wir dann das von Sumo gecoachte Team, die Dipsteaks. Und Sunrise Schwerin. Was hat er gesagt? Man könnte auch einfacher in den Tag starten. Mal schauen, ob sich das bewahrheiten wird oder nicht. Sunrise Schwerin von links. Dipsticks von rechts. Das heißt, irgendwo da drüben auf der rechten Seite wird der Sumo rumspringen. Ich sehe ihn noch nicht. Wir schauen mal. So, 10 Seconds laufen. Teams sind fertig. Und da geht's los. Double Center bei den Dipsticks. Schwerin weit aufgemacht, alle Five Alive. Spielen die Ken auf der T-Pack-Seite die Dipsticks und in der Snake-Seite die Corner. Schwerin verliert den ersten Spieler. Oh, die Dipsticks sind in der Snake. Snake 2. Und im T-Pack 1. Im T-Pack in der Snake 3. Das sieht sehr gut aus. In der ist die Snake schon durch. Schwerin macht auf ins T-Pack 1. Dipsticks im T-Pack 2. Schwerin verliert den Center-Spieler, so wie es ausgesehen hat. Und den Spieler, den nächsten. Damit sind sie nur noch. Oh, jetzt. Jetzt greifen die Dipsticks natürlich richtig an, die wollen den Sack zumachen und das tun sie jetzt auch und laufen souverän zum Buzzer. Ich habe das Gefühl, der Sumo steht neben mir, so laut wie der am Coachen ist, aber das kennen wir ja nicht anders von ihm. Zeit wird gestoppt. Und einer von unseren heißgeliebten Millerefs checkt den Spieler von den Dipsticks. Der Herr im roten HK-Army-Shirt, den wir da noch sehen, der gehört zu Damage. Und der Punkt für Dipsticks wird gegeben. Ja, das waren flotte Spiele. Schauen wir mal, ob das so weitergeht. Ich würde es mir wünschen, wenn das nicht so ein Sitz-Paintball wird wie letztes Mal, wo die Spieler saßen und saßen und saßen und saßen. Ja. Die Finger
Bucks und die Bandaleros wieder auf dem Feld. 10 Seconds wurden angesagt von unserem Head Ref. Und da sehen wir schön die Bad Fingers beim Breakout. Da fliegt direkt der Brutus ab. Gütersloh, Five Alive. Oh, gehen weit vor, sind im M. Verlieren aber auch den Spieler auf der Tippi-Seite. Und bei den Bad Fingers gehen irgendwie alle kollektiv vom Feld. Warum auch immer. Das war ein rasantes Spiel. Die haben ins Gesicht gekriegt. Und die Bandaleros kommen über die Snake-Seite und laufen zum Buzzer. Und da gab es noch ein Out auf der Bandalero-Seite, was völlig überflüssig war. Und ich sage erneut, Punkt für die Bandaleros. Bandaleros. Oh, für euch wieder ein Blick in das Pit-Zelt. Wir sehen Hannover Showdown. Wie sie da gerade dabei sind, sich fertig zu machen. Die nächsten 30 Sekunden wurden angesagt im Spiel gegen von den Lüneburg Dipsticks gegen Sunrise Schwerin. Aktuell sieht es so aus, als ob die Sorge von Sumo ein bisschen unbegründet ist, wenn die Dipsticks so weiterschießen. 10 Seconds sind ausgerufen. Und da geht's auch los. Sunrise Schwerin macht weit auf. Sind in der Corner auf der T-Pack-Seite. Dipsticks im T-Pack 1 hat er aber leider nicht geschafft. Vier Live, so wie es aussieht. Nein, da geht der nächste. Oh, jetzt ist hier aber Bewegung auf dem Feld. Sunrise Schwerin verliert den nächsten Spieler. Sind im T-Pack 1 im Tempel auf der Snake-Seite und hinten im. Oh, jetzt geht er vor in die kleine Medusa. Dipsticks verlieren den Spieler in der Ken auf der T-Pack-Seite. Oh, jetzt ist hier aber Kleigas. So. Dipsticks haben den Spieler noch im Center und jetzt kommen Schwerin aber über die T-Pack-Seite und da hat er keine Chance. Ja. Ja, da wird von Schwerin gebuzzert, gecheckt. Da sehen wir es schön. Und der Punkt wird gegeben. Damit steht es in der Begegnung 1:1. Tja, da habe ich mich wohl ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, was die Dipsticks angeht. Also scheint eine interessante Begegnung zu werden. Wir haben die 30 Sekunden von den Fingers und den Bandaleros bekommen. Da wurde ein Timeout gerufen. Ich kann aber nicht einsortieren, von wem. Ich glaube, von den Bandaleros, weil die sind. Ja, von den Bandaleros, denn die sind. Ja, das Timeout wurde nicht gewertet. Weil da kann ja jeder rufen. Also die Bandaleros nur zu viert. Jetzt müssen die Jungs natürlich den Arsch an die Wand kriegen. Die Fingers nutzen die Gelegenheit, sind schon im M. Machen weit auf, gehen ins T-Pack 1 und kommen clean an, so wie das aussieht. Ist klar, da fehlt wahrscheinlich die zusätzliche Gun. Die Bandaleros jetzt leider nur noch zu dritt, zu zweit. Zu zweit im Center und im Tempel. Die Fingers im T-Pack 1 verlieren. Ist aber schon der zweite Spieler, der gehen muss. Der dritte Spieler, das ist ja unglaublich. Die Bandaleros nur zu zweit und die Fingers müssen hier richtig kämpfen. Brutus sitzt im Tempel auf der Snake-Seite. Oh, da knattern die Jungs. Aber jetzt wird hier. Jetzt macht der Center von den Fingers einen weiten Run und geht ins T-Pack 1, kommt da auch clean an. Hier sehen wir jetzt Brutus einmal schön in der Großaufnahme, wie sich dieser Mann klein machen kann. Die Bandaleros jetzt nur noch ein Spieler. Aber das lief so gut.
Ich will hier jetzt keinen voreiligen Schlüssel ziehen, wenn der jetzt die Nerven behält und die beiden Fingerspieler noch knipst. Im T-Pack 2 die Fingers. Er sitzt da immer noch in seinem Tempel und hat aber beide Spieler gut im Blick. Gut im Blick, er achtet immer drauf. Oh, Brutus moved jetzt und wenn er das jetzt nicht mitkriegt. Oh, Brutus steht ihm direkt gegenüber in der großen Medusa. Aber das hat er nicht geschafft. Und damit machen die Fingers ihren ersten Punkt. Damit steht es 2-1. War hart. War hart. Also die Bandoleros haben sich gut geschlagen, obwohl sie nur zu viert gestartet sind. Das hätte auch anders ausgehen können. Wenn das jetzt zum Schluss, wenn er da schneller gecheckt hätte, dass Brutus aus der Deckung kommt und an ihn ranschleicht, hätte das anders kommen können. Damit sind wir dann wieder in der Begegnung Sunrise Schwerin gegen die Dipsticks aus Lüneburg. Schwerin jetzt von rechts, Dipsticks von links. Ten Seconds laufen. Und da geht's auch schon los. So, die Dipsticks. Double Center in der Corner auf der Snake-Seite verlieren leider den Runner Richtung Tippies. Sunrise Schwerin scheinen 5 alive zu sein. Scheinen. Beide Center sind besetzt von den Teams. Aufstellung auf dem Feld ist ähnlich. Dipsticks gehen jetzt in die Snake 1 und kommen auch safe an. Sunrise Schwerin geht in den Tempel und in die große Medusa auf der Snake-Seite, verlieren aber einen Spieler auf der T-Pack-Seite. Dipsticks sitzen. Oh, out. One for one für die Dipsticks. Beide Center-Spieler müssen gehen. Die Jungs also nur noch zu zweit, soweit ich das sehen kann. Die Dipsticks lösen jetzt den Center auf und verlieren den Spieler auf. Im Tempel auf der Snake-Seite. Oh, 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 das hätte jetzt knapp werden können. Das hätte jetzt knapp werden können. Da kriegt er das nicht mit. Oh, oh, oh. Da muss der Dipsticks-Spieler hier in der Snake aber echt aufpassen. Das wird jetzt eine ganz knappe Geschichte hier. Aber er hat den Sunrise-Spieler gekriegt. Die Jungs nur noch zu zweit und laufen zum Buzzer. Gecheckt. Da hat sich gerade der Headref ins Bild gedrängelt, aber da kommt das okay. Dipsticks Lüneburg machen ihren zweiten Punkt. Leute, bleibt dran. Gewinne, gewinne, gewinne. Lange wird es nicht mehr dauern. Die Bad Fingers kommen jetzt von rechts. Ten Seconds sind ausgerufen. Bandoleros von links. Wieder. Nein, jetzt zu fünft. Jetzt zu fünft. Lassen wir uns überraschen. Schön. Schön. Alle 5 alive auf beiden Seiten. Die Bandoleros sind in der Corner auf der Snake-Seite. Die Bad Fingers haben versucht ins M zu gehen, hat aber nicht funktioniert. Da ist der Philipp geknipst worden. Oh, und da, oh, 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 jetzt sind beide Teams. Nein, das hat auch der nächste. Wow, jetzt ist hier aber wirklich Randale auf dem Feld. Die Bandoleros räumen hier jetzt richtig auf und rasieren die Fingers komplett weg. Also ich sehe hier irgendwie alle Spieler nur mit Händen am Kopf vom Feld wackeln. Das war ein starkes Brett. Also das ging ja so unglaublich schnell. Damit steht es in der Begegnung 3-1 für die Bandoleros.
Und dann wurde der Punkt ausgehoben für die Bandoleros. Es ist offiziell 3:1. 30 Sekunden laufen. Dipsticks von links. Sunrise Schwerin von rechts. Küsschen für die Marshalls. Muss ja auch sein. Mensch, die armen Jungs. So, machen wir hier mal ein bisschen dunkel. Jetzt gucken wir mal, was das hier wird. Es steht 2:1. Also alles noch offen. Die Dipsticks machen weit auf. Schwerin im T-Pack 1, Double Center. Die Dipsticks verlieren erneut relativ schnell einen Spieler. Sind in der Corner auf der Snake-Seite im Center. In dem Tempel. Schräg hinter der Medusa. Wobei der Spieler jetzt auch gerade geht. G2. Dipsticks marschieren langsam aber stetig nach vorne. Sind im kleinen und in der kleinen und in der großen Medusa. Dipsticks verlieren den nächsten Spieler. Schwerin kämpft. Die wollen den Ausgleich. Die wollen den Ausgleich. Schwerin jetzt durchs M, jetzt hier in der Snake 3. Sehen wir schön, wie er da raushält und er kriegt den Spieler von den Dipsticks. Hör mal da vom Feld, das kam eindeutig von Sunrise Schwerin. Und das war der Burkhardt. Hier vorne schön in der Snake zu sehen. Oh, da hat er jetzt einmal garstig zur Seite geguckt, weil ich ihn beim Namen genannt habe. Punkt Sunrise. Damit steht es 2:2. Ja, also anscheinend hat der Sumo da vollkommen recht gehabt mit seiner Einschätzung, dass das direkt ein hartes erstes Game wird. Wir lassen uns überraschen, wie es ausgeht. Jetzt ist ja alles offen. Es steht 2:2. Mal gucken. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal wieder auf das Ding Bandoleros gegen Bad Fingers. Die Bandoleros können das Ding jetzt zumachen. Sie führen 3:1. Bad Fingers von links, Bandoleros von rechts. Hoch die Hände Wochenende. Und go! Und die Fingers geben jetzt alles, wollen wieder direkt ins M. Bei den Bandoleros ging ein Spieler. Die Jungs im Double Center. Der Spieler von den Bad Fingers im M ist wieder outgecallt worden. In der großen Medusa ebenfalls outgecallt. Die Bandoleros kriechen im wahrsten Sinne des Wortes ins T-Pack 1, gehen jetzt vor ins M, haben den Double Center aufgelöst. Hier sehen wir es jetzt schön, wie der Tempel von den Jungs gespielt wird. Bad Fingers nur noch zu zweit, glaube ich. Alleine. Im Center. Ja, ist klar, da kommen die Bandoleros und hageln ihn richtig zu und kriegen ihn. Oh, das war ein Bonusball. Das hätte nicht sein müssen, aber da signalisiert der Spieler, der buzzern geht, von den Bandoleros auch schon, dass es nicht gut war. Wir warten. Der Daumen ist oben. 4:1 gegen die Bad Fingers. Oh Mann, Jungs. Das war doch nicht nötig. Mensch. So. Bei Sunrise Schwerin und Lüneburg Dipsticks. Steht es 2:2. Da wurde Timeout gerufen. Dipsticks sind schon
ready auf dem Feld. Wie ist denn die Restspielzeit in dem Spiel? Eine Minute! Wir haben etwas mehr als 5 Minuten Restspielzeit hier, also da können locker mehr als ein Punkt gespielt werden. Es steht 2-2. Wir warten auf die 30 Sekunden und da sind sie ausgerufen worden. Das heißt, gleich gehen wieder alle Handy in die Luft. Ist ein bisschen wie Achterbahnfahren, finde ich ja persönlich. Seconds wurden gecallt. Es steht 2-2. Schwerin links, Dipsticks rechts, ab geht's. So, Dipsticks Double Center. Gehen wieder in die Corner auf der Snake-Seite, scheinen anzukommen. Spielen die Cone und den Tempel. Sunrise Schwerin verliert den ersten Spieler, sind ebenfalls in der Corner auf der Snake-Seite. Im großen Medusa, im Center, in der Corner auf der T-Pack-Seite. Power! Towel wurde gerufen. Ich kann nicht sagen von wem, weil es absolut nicht ersichtlich war. Die Dipsticks haben augenscheinlich das Towel geworfen. Das bedeutet, Sunrise Schwerin bekommt einen Punkt. 2 Minuten Pause. Was bedeutet, es ist jetzt, es steht jetzt 3-2. So. Wenn der Block vorbei ist, wird mich der Sumo hier wieder unterstützen. Ich lüfte mal die Sonnenbrille. Kleine Voraussicht in den nächsten Block. Im nächsten Block erwarten uns die Herford Mohawks gegen Axis Prime Düsseldorf und die Fördegeier Kiel gegen Kansas Killzone. Wieder mit meinem riesen Kumpel, der hat mich heute Morgen schon begrüßt. Das ist so ein langer Lulatsch, ihr ahnt es nicht wirklich. Ich weiß nicht, 2,04 Meter oder so. Ich weiß, er hat es mir gesagt, aber ihr habt es vergessen, ich gebe es zu. Ja. Dann, guten Morgen Marcel. Vielen Dank für das freundliche Moin. Eine Minute! Eine Minute läuft. Wenn dieser Block vorbei ist, lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage euch, ich werde einen Gewinner ziehen. Ja. Die Jungs, die schon auf dem Feld sind, treffen die letzten Vorbereitungen, um sauber in das Game starten zu können. Das kann der letzte Punkt sein. Wenn Schwerin das Ding jetzt macht, dann würde es 4-2 für Schwerin stehen, was Sumos Prognose unterstreichen würde. Ich würde es den Dipsticks gönnen. Wir lassen uns überraschen. Ich will ja hier auch nicht großartig parteiisch sein. Ich gönne es ja jedem irgendwie. 4 Minuten 47 Restspielzeit habe ich gerade gehört. Das war hervorragend. 10 Seconds laufen. Schwerin macht weit auf. Der Spieler auf der Snake-Seite hat es leider nicht geschafft. Tipsticks, Five Alive im Double Center, in der Cone, im Tempel und in der Corner, so wie es aussieht. Die Corner auf der T-Pack-Seite von Sunrise Schwerin wird gespielt. Der Center, der Tempel, die Corner auf der T-Pack-Seite hat gerade mächtig einen abgekriegt. Der geht jetzt vom Feld. Double Center bei Dipsticks wird aufgelöst. Ich sag's nochmal, es ist, als ob Sumo hier oben stehen würde. Ich höre jedes Wort. Das ist ein Wahnsinnscoach. Schwerin geht in den Tempel.
schafft es aber nicht, wird direkt outgecallt. Die Dipsticks-Spieler verlieren ihren Mann auf der T-Pack-Seite, aber da wird gleich nachbesetzt im T-Pack 1. T-Pack 1 wird jetzt auch gespielt von Sunrise Schwerin. Jetzt läuft's. Dipsticks auf alle Fälle 3 Spieler alive. Die Dipsticks machen, er sucht den Buzzer. Sehr cool, er hat eben gerade an der Base gestanden, ihr habt es vielleicht gesehen und hat den Buzzer gesucht. Wenn er jetzt clean gecallt wird, dann bedeutet das erneut einen Ausgleich, dann steht es nämlich 3-3. Und an Klinch einen vielen lieben Dank für das Kompliment. 3 Minuten 30! Wird gegeben, 3 Minuten 30 Restspielzeit. Kann mir jemand mal das Mastenstrap nach vorne reichen, bitte? So, ich weiß nicht, ob wir noch mal kurz die Gelegenheit haben, hier mich ins Bild zu kriegen. Ich möchte euch nämlich das geile Strap in die Kamera halten, um das es gleich gehen wird. Da könnt ihr euch noch mal schön angucken. Ich vermisse hier ein Team auf dem Feld. Ich sehe eben gerade nur Sunrise Schwerin. Vermisse die Dipsticks. Die müssen sich wahrscheinlich noch artig sauber putzen. Ach, da kommen die ersten Jungs. Jetzt geht's hier los. Ja, dann wird das hier jetzt das alles entscheidende Spiel zwischen Sunrise Schwerin und den Lüneburg Dipsticks sein. Wir lassen uns überraschen, wer das am Ende für sich entscheiden wird. Alles ist offen. 30! Guten Morgen, Christoph. Dipsticks haben letzte Absprache mit ihrem Coach getroffen. Sunrise Schwerin auch ready. Also kann es hier gleich ganz gewaltig in die Farbschlacht gehen. 10 Seconds sind ausgerufen. Und los geht's. Dipsticks im Bild, Five Alive, wie wir gesehen haben. Nee, gar nicht. Da hinten fliegt der Spieler ab. Damit nur noch zu viert. Sunrise Schwerin. Aber schön in den Deckungen angekommen. Da geht er in die Snake. In die Snake 1. Dipsticks verlieren leider den nächsten Spieler. Und noch ein. Oh, jetzt laufen da schon 3 vom Feld. Mann, was ist denn das? Das könnte jetzt eine schnelle Runde für Schwerin werden, wenn die jetzt richtig Gas geben. Wobei die leider auch jemanden verlieren. Der hat ordentlich ins Gesicht gekriegt, aber da wurde ein lautes Out geschrien. Leider auf Dipsticks Seite, was bedeutet, sie haben auch ihren letzten Spieler verloren und Sunrise buzzert. Und wenn jetzt nicht irgendwie alle Spieler wegen Dirty Hang noch gezogen werden, dann geht der Punkt an Sunrise Schwerin. Und dann steht es 4-3. Und damit ist der Punkt gegeben und es steht 4-3. Ja, so ist es. So, ich würde jetzt sagen, wir warten einfach mal, bis der Sumo wieder da ist. Ich hoffe, das wird nach der Werbung sein und dann werde ich für euch die Losfee spielen. Ich halte es noch mal kurz in die Kamera, darum wird es gehen. Ja, und dann sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich!